Ja, Leute, da sind wir wieder bei Semaru's Soul of the Ocean. Und ja, nachdem wir im letzten Part die Wüste nicht. Ah, okay, 5 Wasserflaschen. Hatte ich jetzt überhaupt? Ich hatte noch gar keine 500 Draku. Ich konnte jetzt gerade auch bezahlen, obwohl ich gar keine 500 hatte. Interessant. Na gut, dann will ich es mal nochmal probieren. Und jetzt bitte, bitte, bitte nicht wieder den falschen Weg gehen. Auch wenn ich mir, glaube ich, nie merken kann, wo es weitergeht. Ich glaube, ich muss auch noch nach rechts, oder? Ja, da, nach rechts unten. Einfach immer dem Vöglein folgen. Ich kann mir echt nie merken, wo und wie und was und warum überhaupt, aber. Ah, da. Falschen Weg gegangen. Das ist ärgerlich. Das ist extrem ärgerlich. Geht es hier vielleicht noch irgendwo anders weiter? Dass ich einfach die ganze Zeit nur den falschen Weg genommen habe? Nee. Na gut, super. Jetzt habe ich mir eigentlich einfach nur wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Weil in der Zeit leider auch dummerweise Zeit vergeht, ne? Das ist so dumm. Aber naja, eine der unzähligen Schwächen dieses Spiels. Und auch hier ist gar keinen anderen Weg, ne? Da unten. Los, Vöglein. Bring mich zum rechten Weg. Vogel ist definitiv hier lang geflogen. Das heißt also, aber ich war hier doch schon mal. Und hier lande ich in der Sackgasse. Sag mal, werde ich von dem Spiel schon wieder verarscht oder so? Es pisst mich schon wieder so extrem an. Ja, ist okay. Ich lade direkt. Habe ich jetzt gerade überhaupt schon was im Inventar? Ja. Ich lade jetzt einfach, wenn ich es wieder verkacke. Also ist mir jetzt irgendwie zu doof. Und hey, wer weiß, vielleicht werde ich mir eines Tages noch den Weg durch die Wüste merken. Auch wenn ich es ehrlich gesagt für eher unwahrscheinlich halte, aber. Gucken wir einfach mal, ne? Seufz. Ach ja. Schon wieder den falschen Weg gegangen. So. Halt, Moment. Hier sehe ich ja dann irgendwann einen Bird. Also von daher. Nein! Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich bin so doof, Leute. Ich bin so unglaublich doof. So werde ich es tatsächlich nie schaffen. So, hier gibt es ja nur einen Weg, ne? Wie auch immer man da durchkommen soll. Hier ist wieder dieser komische Goblin. So. Ich töte dich einfach. Juhu, gerade ist mein Balken wieder ein bisschen runtergegangen, während ich in einer Sequenz war. Cool. Das hier muss der falsche Weg sein. So, hier war doch jetzt vorhin irgendwo ein Vogel, da unten. Da unten und der fliegt hier nach rechts. Er ist hier definitiv nach rechts geflogen. Aber hier muss es jetzt irgendwo noch einen anderen Weg. Da oben. Da oben. Das ist der Weg, den ich noch nicht genommen habe. Oh mein Gott, Leute, ich bin so doof. Ich hoffe, ich schaff's noch recht. Oh Gott. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind da. Endlich. Durai, das hat echt extrem lange gedauert. Es tut mir leid. Ich habe keinerlei Orientierungssinn, Mama. Hast du Angst vor dieser Gegend? Ich weiß nicht. Naja, mal keine Sorge, wir sind auch hier, Durai. Wir schauen erstmal, was wir über unseren Vater herausfinden können. Lass uns erst zum Marktplatz gehen. Boah, direkt erstmal speichern. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Berenda. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo ich hier zum Marktplatz komme. Als wäre die Stadt noch gestern bewohnt gewesen. Der Marktplatz liegt im Westen. Na, dann mal schnell dorthin. Ich würde hier nicht gern länger als nötig verweilen. Und auch die Musik kenne ich irgendwo her. Ja? Okay, jetzt stehen die beiden schon hier rum. Es scheint doch etwas frisches Wasser darin zu sein. Ich könnte einige meiner Flaschen nachfüllen. 5 Wasserflaschen erhalten. Juhu. Wie hier ganz automatisch hingegangen ist. Hier müssen noch irgendwelche Hinweise zu eurem Vater zu finden sein.
1000 Draku und 10-mal Heilfrucht. Seid ihr euch sicher, dass diese Stadt schon so seit so vielen Jahren unbelebt ist? Unbelebt, ich glaube. Unbewohnt, meint er. Irgendwie ist dir nichts, das ein Zweiter hilft. Durai, du könntest ja schon mal versuchen, das Haus, in dem ihr gelebt habt, zu finden. Möglicherweise wirst du es wiedererkennen. Für mich ist es leider schon zu lange her. Na gut, Mama. Tu dich nicht so schwer, mein Junge. Wir bleiben nicht mehr lange hier. Les und ich werden hier so lange weitersuchen. Wenn was sein sollte, lass uns wissen. Okay, ich habe schon verstanden. Ich habe gerade dummerweise auch noch voll den Asche reingefasst. Frag mich nicht wie. Das war ein bisschen ungünstig. Ah, gut, dann suche ich mal mein Haus, ne? Messer wurden hier angeboten. Ah, was wirklich? Ich möchte hier nicht weiter als nötig gehen. Also wissen wir schon mal, dass unser Haus nicht dort ist. Cool. Na, mal gucken, ob unser Haus jetzt hier im Norden oder im Osten ist. Hier sollte ich noch nicht lang. Ha, vielleicht ist ja das Haus. Ich sollte nur da suchen, wo es auch wirklich nötig ist. Ja, weil du zufälligerweise weißt, wie dein Haus aussieht. Aber ich weiß... Ah, da. Das da hinten mit dem offenen Eingang. Und sofort kommt eine Sequenz. Ah, zu unserem Haus führte eine Straße, bei gewöhnlichen Bürgern jedoch nicht. Dafür, dass mein Vater dem König einst im Krieg das Leben rettete und so zu seinem vertrauten Freund wurde, ließ der König die Straße zu unserem Haus erweitern. Ach so, interessant. Wieder zu Hause. Nach all den Jahren. Muss ich eigentlich mal gucken, ob ich meine Pokémon-Karten noch hier habe. Komisch, dass alles noch genauso geblieben ist wie damals. Vater hat es mir nicht gestattet, mit dreckigen Schuhen sein Arbeitszimmer zu betreten. Bücher über Dinge, die ich damals nicht verstand. Typische Dinge, die man im Haus haben muss. Zum Beispiel Blöcke und Gläser. Mit dem Eimer haben wir mal Wasser geholt. Fässer mit Vorräten und Wasser. Ich möchte nicht wissen, wie es darin nur nach 12 Jahren aussieht. Algig bestimmt. Vaters Arbeitszimmer. Es ist verschlossen. Der Schlüssel müsste aber irgendwo im Haus sein. Da bin ich immer gespannt. Das wird wohl nichts Interessantes sein. Ein Fass! Noch mehr Bücher. Und noch mehr. Ein Buch mit der Aufschrift Die besten Dramas. Ich glaube, er meint Dramen. Lesen. Eri ging mit seiner Geliebten Ana durch das Blumenfeld. Nur um ihr diesen Satz zu sagen. Dann schloss er sie in die Arme und sagte, ich liebe meine Mutter. Da ist ein Schlüssel in einer Ausführung des Buches. Zimmerschlüssel erhalten. Vater wusste, dass niemand was in einem so völlig behindert geschriebenen Buch lesen würde. Nicht schlecht. Typische Dinge, die man im Haus haben muss. Nur ein kleiner Nachttisch. Hier hat Vater geschlafen. Ich glaube, dieses Bett war das meine. Juhu, ich bin versehentlich dagegen gekommen. Wollen wir nochmal ins Arbeitszimmer schauen. Der Schlüssel wurde wieder abgelegt. Warum? Pergamentrollen, die Vater früher verwendete. Auf der ganz linken Rolle steht was von Schatten. Und hier das Tagebuch. Vaters Tagebuch. Lesen. Darts Tagebuch. Es scheint, wie Vater es mir immer vorausgesagt hatte. Irgendwann würden auch die Menschen im Kampf der Elemente verwickelt. Ich glaubte, es ist da. Heute schien König Sanctur nicht er selbst zu sein. Viele der Wachen sind tot und Sanctur ist geflüchtet. Doch irgendetwas gibt mir das Gefühl, dass nicht der König dahinter steckt. Vor dem Schloss habe ich Vater Durai anvertraut. Okay. Er wird ihn in Sicherheit bringen. Das wird er. Hier fehlen irgendwie Datierungen, ne? Das ist halt einfach alles nacheinander. Das klingt einfach so, als wäre es alles ein großer, langer Text, aber dazwischen scheinen ja einige Tage und Wochen zu sein, ne? Miranda ist nicht sicher. Reor berichtet mir, dass Samnus mit zur Hilfe eilen würde. Ich werde dann noch bald aufbrechen und Sanctur daran hindern, noch mehr Blut zu vergießen. Es tut mir leid, Kiana. Ich kann nicht länger auf unseren Sohn aufpassen. Samnus? Samnus und Vater? Ich muss zum Palast. Cool. Machen wir natürlich so schnell, wie es geht, ne? Der Palast ist dann wahrscheinlich im Norden. Ich denke mal, hier werde ich einfach wieder nicht weitergehen können. Ja, er möchte nicht weiter als nötig gehen. Ich sollte nur da so... Ja. Such nur da, wo es auch wirklich nötig ist. Bloß keine Zeit verschwenden, bloß keinen Loot finden, bloß kein Worldbuilding erleben. Naja. Eine sehr lineare Stadt. Aber wenigstens kommen wir endlich mal in den Palast hier. Der sah von außen ja schon ziemlich cool aus. Flashback! Was geht hier vor sich? Wo bin ich? Ich scheine in der Luft zu schweben. Ich sehe auf jeden Fall alles von oben. Vater!
Lugos. Vater, kümmere dich um Durai. Verschwindet aus Miranda und kehrt nicht wieder um. Versprich es. Ich verspreche es dir. Gib Acht, wenn du dem König gegenüberstehst, hörst du? Ich glaube... Ich weiß, ich befürchte dasselbe. Lebe wohl und höre auf deinen Großvater, Durai. Nein, Vater! Nicht, wir müssen jetzt weg von hier. Ich will aber zu Vater. Es ist nicht mehr hier... Was? Es ist nicht mehr sicher, ihr Durai. Deinem Vater wird schon nichts passieren. Jetzt beeil dich. Oh. Schluchz. Es klang wie aus Dragon Quest. Bin mir natürlich nicht ganz sicher. Ich erinnere mich wieder. In Form von Flashbacks. Vater. Vater? Nein. Nein. Nein! Nicht auch du! Ja, dann werden wir jetzt wohl kämpfen müssen, ne? Ich habe es wohl verfehlt, dir zu sagen, dass ein Kampf gegen mich aussichtslos ist. Du wirst diesen Körper auf der Stelle verlassen. Ich werde das. Ich fühle mich daran schon seit 12 Jahren sehr wohl. Derartiges habe ich nicht vor. Dann werde ich es jetzt beenden. Nur zu. Unbedingt heilen. Gegner ist auch mal wieder unendlich schnell. Und die Schatten kann ich getrost ignorieren. Ich bin schon wieder fast tot. Das ist 99 Fleischstück habe ich mir geholt und ich weiß auch schon warum. Ja, du brauchst Heilung, das kann ich mir vorstellen. Weil die Kämpfe hier einfach mal mega unfair sind. Willkommen bei Semaru. Schon 13 Fleischstücke verwendet, das ist so geil. Er macht mir mit einem Angriff 110 Schadenspunkte. Das ist auch ganz schön krass, aber... Ja, das ist halt unser Vater, ne? Der mächtigste Krieger der Welt. Ist so geil, wie er von seinen eigenen Leuten blockiert wird. Boah, das hat auf jeden Fall gesessen. Halt, ich kann ja mal meine Fähigkeit einsetzen. Aber nee, halt kann ich nicht, weil... Oder? Serai? Ja, dieses Schwert reagiert nicht auf den Zauber. Cool, der Gegner kann mich natürlich angreifen. Und nach jedem Hit kann ich direkt erstmal ein Stückchen Fleisch nehmen. Okay, lol. Oh. Naja, den kriege ich irgendwie schon noch klein. Oh, Shit. Ach man. Ah. Das war extrem ärgerlich. Jetzt habe ich mich gerade selbst ins Aus manövriert. Na gut, okay. Zweiter Versuch. Ich bin nicht wirklich überrascht, muss ich zugeben. Diesmal werde ich auf jeden Fall auch schon geheilt in den Kampf starten. Ich hoffe einfach mal, dass 95 Fleischstücke ausreichend sind. Und ich speichere auf jeden Fall direkt mal hier, damit ich den Weg nicht nochmal laufen muss und damit ich auch das Fleisch schon genommen habe. Ah, da muss ich mir diesen blöden Flashback nochmal angucken. Und ihr auch. Ha, wenigstens ist, ihr wisst ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, ne? Nein! Vater! Das kannst du nicht tun! Lass uns nicht alleine! Nein! Oh, ich übe mich schon mal an dem Frosch aus. Chrono Trigger. Ja, komm schon. Beende diesen Quest bitte schnell. Ich möchte gegen meinen Vater kämpfen. Ich meine, davor hat es irgendwie gut angefangen und dann habe ich es irgendwie verkackt. Ich weiß auch nicht so wirklich warum. Und er macht die Augen auf. Das Böse. Was ist das Böse? Alles, was rot leuchtende Augen hat, ist definitiv böse. Naja, los. Fort. Na komm her, Lugos. Lugos, Quatsch. Komm her, Dart. Du kleiner Dartpfeil, du. Da. Apropos Chrono Trigger, die Musik hier gerade ist aus Chrono Trigger. Ich glaube, wenn man sich dazu entscheidet, gegen Magus zu kämpfen, oder ich glaube, einen Kampf muss man sowieso gegen ihn bestreiten.
Dann hört man diese Musik. Okay, das hat auf jeden Fall gesessen. Oh, das war doof, das war doof. Das einzig Gute ist, dass die beiden Typen da unten sich in äußerst fairer Geschwindigkeit bewegen. Oh, Johann, warum habe ich denn jetzt nicht getroffen? Das war doch jetzt echt unfair. Double Hit. Das ist echt immer problematisch. Ja, super. Zuschlagen und wegrennen. Wie immer. Chrono Trigger, ja, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Ja. Ihr werdet Chrono Trigger wahrscheinlich schon wesentlich früher gesehen haben. Oh Mann, ey, Leute, lasst mich doch bitte in Ruhe. Ich will nur gegen einen kämpfen. Und das ist mein Vater, Dart. Da muss ich mich schon fast fragen, ob der Typ, was war es? Yu-Gi-Oh! GX? Ich weiß es gar nicht. Bei irgendeinem Yu-Gi-Oh! Da saßen die auf Motorrädern und haben Karten gespielt. Ne? Was sollte man sonst bei Yu-Gi-Oh! Machen? Ich finde es echt extrem witzig, wie er nach einem Treffer immer erstmal so extrem langsam wird. Da, 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 da. Ah, shit. Ach, das war gerade echt ganz schön knapp. Ah, das war fies. Der Typ hat mich gehittet, das darf er natürlich nicht. Ah, ihr seht schon, ich bin mehr als übervorsichtig. Aber das muss man bei den Gegnern in diesem Spiel auch. Aber naja, irgendwann muss er ja einfach mal sterben, ne? Aber naja, gut, das dachte ich mir damals bei dem Yeti auch. Nur, dass ich bei dem Yeti wohl nicht genügend Heilsachen dabei hatte. Oh, da ist er tot. Puh. Sieg, 700 Erfahrungspunkte und 500 Draku. Sehr schön. Vater. Du, mein Junge. Sag mir, dass du jetzt nicht verschwinden wirst, Vater. Dorei. Nein, bleib hier. Ich kann für eine Zeit bleiben und mit dir reden. Doch danach muss ich meinen Weg gehen. Der Dunkle hatte dich also auch in seinem Bann. Hätte ich das gewusst, dann... Nein, sag das nicht. Hättest du früher gehandelt, dann wärst du womöglich schon tot. Du hast auch Lugos befreit. Du hast die Kraft, das Dunkle für immer zu bannen, davon bin ich überzeugt. Vater, was ist mit Samnus? Ich las in deinem Tagebuch etwas über ihn. Mein Tagebuch? Früher hätte ich es mir deutlich mehr ausgemacht, wenn du es auch nur in die Hände genommen hättest. Samnus war einer der Senas und mein bester Freund. Er eilte mir zu Hilfe im Kampf gegen Sanctur. Der König hatte unglaubliche Macht gehabt in diesem Zustand. Und so hatte es dann auch von euch beiden Besitz ergriffen. Samnus schützte mich und wurde dadurch sein erstes Opfer. Ich konnte noch rechtzeitig Miranda zur Evakuierung und die Menschen in Sicherheit bringen. Wenn auch nicht alle. Durch Samnus' Macht hatte das Dunkle eine große Waffe und es tötete in seinem Namen. Samnus war irgendwann als der berüchtigte, grausame Hexer bekannt. Als ich mich ihm irgendwann entgegenstellte, wurde ich durch seine Anhänger, der Roten Lotus, gefangen und in den vergessenen Turm gebracht. Ah, dort verfiel es ihm dann auch. Ja, ich war leider machtlos. Ich werde es finden, Vater, und ich werde es für immer dorthin schicken, wo es eigentlich sein sollte. Daran zweifle ich nicht, mein Sohn. Doch musst du mich nur ruhen lassen. Die vielen Jahre waren anstrengend. Du willst uns schon verlassen? Vater, Mutter und Dess sind auch hier. Ich kann sie holen. Sind sie das? Dart! Es ist schön, sie wohl aufzusehen. Bitte pass auf sie auf. Ja, Vater. Dart! Oh nein, jetzt habe ich den Auftritt meines Papas verpasst. Ach, verdammte Scheiße nochmal. Wieso passiert das mal mir? Mm-hmm.
Bist du das Schatten? Ich werde noch mehr sein. Viel mehr. Eure Welt wird in mir untergehen und alle, die Teil von ihr sind. Am Mittelpunkt der Welt soll es sich entscheiden. Mir sollen die Regeln der zwei Brüder gleich bleiben. Dich, Durei, will ich ausgelöscht sehen. Ha, ich werde da sein. Ha, möglicherweise hat dann alles ein Ende. Seid ihr sicher, dass ihr es alleine mit dem Dunkeln aufnehmen wollt? Es ist doch sehr mächtig. Ich werde allein gehen. Larian gab mir einen Teil ihrer Macht, wodurch die Dunkelheit mich nicht einnehmen kann. Wenn es mitkommt, bringt es in unnötige Gefahr. Das will ich nicht. Ha, ich werde dich doch aber kaum alleine gehen lassen. Nein, Des. Versprich mir, dass du bei Mutter bleibst. Ah, doof. Bitte versprich es. Ist gut. Ich denke, wir brauchen jetzt alle erst einmal Ruhe. Nein, ich brauche dieses Schwert, das direkt hinter mir liegt. Los, Durei. Nimm es dir. Vaters Schwert. Sein Glanz ist völlig erloschen. Darts Schwert erhalten. Ah, kann ich hier noch irgendwas Cooles machen? Nein! 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 Na gut, okay, Leute, dann mit dem Nein oder dem Nein beende ich es für heute. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Das Spiel neigt sich langsam an dem Ende zu. Es gibt noch ein paar Nebenquests, die ich erledigen muss und ich habe immer noch nicht gelernt, wie ich springe. Was mich natürlich zu dem Punkt kommen lässt, dass ich es irgendwann hätte lernen können, aber verpasst habe. Ich hoffe, ich kann es noch nachholen. Und ich denke mal, mit dem Schwert meines Vaters, also mit dem Schwert von Durais Vater, ne, kann ich ja vielleicht noch das vierte Schwert bekommen. Bleibt nur noch die Frage, wo komme ich die vierte Rüstung her? Es gibt einiges in Erfahrung zu bringen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Simaru Soul of the Ocean wieder. Bis dahin.